Hallo, da sind wir wieder. Naja, wir. Ja, du bist jetzt. Ja, du bist. Ich mache ein bisschen Tippel-Tippel hier gerade. Also ich versuche gerade ein bisschen Tippel-Tippel meinen Arsch zu retten. Und Spaß, was habe ich denn jetzt für Kack angestellt? Jedenfalls versuche ich gerade den Lavastrom in einen Lavasee zu verwandeln, aber irgendwie funktioniert das nicht alles so. Ja, das geht dann schlecht irgendwie. Ja, also kackeln, ne? It's Burning Man. Tja, und tschüss. Scheiße! Ich brenne! It's a burning man! Woo! Halleluja. It's a burning man! It's burning man! Halleluja, it's burning man! Ich verkack gleich! Ich geh lieber aus diesem Scheiß! Das verkack ich gleich! Sieht ein Burning Man! Halleluja, it's burning man! Hallo? Auch mal aufhören zu burnen. Geht doch. Ich darf das schon überweisen. Also erstmal muss ich jetzt den ganzen Spaß hier wieder zumachen. Ich brauch Leben. Also, dann machen wir es mit der Lava eben später. Von mir aus. Stille Lava. Jetzt nicht mehr. Tja. Und die einzigste Chance wäre da, wie gesagt, die Lava-Quelle. Ah, wie man hier sieht, habe ich hier ein bisschen rumexperimentiert. Weil hier habe ich doch noch Eisen drin. Eisen, das nehme ich jetzt mal mit. So, kann ich den Spaß auch alles abbauen. Dann machen wir das mit der Lava eben später. Und jetzt machen wir erst den ganzen anderen Scheiß. Okay, adios Lava. Und jetzt versuche ich erstmal hier wieder rauszufinden. Also. Lalila. What? Wo geht's da hinten auch lang? Hey, da geht's auch noch lang. Noch was zu erkunden. Eisen! Weiter geht's. Und ein neuer Wasserfall. Wasserstrom, wie auch immer man es nennen will. Ich komme! Die Rettung naht. Ich folge dem Fall. Dem Wasserfall. Irgendwie voll der geile Kanal. Den habe ich nicht selbst gebaut. Das ist kein künstlicher. Unten ist wieder unsere Lava. Nein, unten ist eine andere Fackel. Das ist eine Wasserquelle. Die wand sich mir so aus, als ob es da hinten weitergehen würde. Das können wir mal ausprobieren. Anscheinend nicht. Und das war auch meine letzte Spitzhacke. Abgesehen von meiner Eisenspitzhacke. Tja, dann setze ich hier das alles mit Fackeln, baue die ganzen Rohstoffe ab. Das Eisenspitzhacke, aber was soll's. Wuhu! Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wo ist das Eisen? Eisen? Das ist Eisen. Das ist ein Eisen. Eisen, Eisen, schwuppdi-du. Eisen, Eisen. Scheiß Dreck, schwuppdi-du. Oh, ich glaub's nicht. Ich muss dir gleich mal was erzählen, wenn du fertig bist. Ja. Yeah. Da oben geht's anscheinend weiter.
einen blassen Schimmer. Ich bin schon mal bei Lava. Pass auf, da war das, was wir gefunden haben. Achso, hier ist der Wasserfall. Da müssen wir dem Wasserfall folgen. Wow, 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 wow. Oh, doch nicht wow. Trotzdem, da muss ich dann irgendwie da hinten hoch. Ich komme. Kommen wir dann irgendwie hier nochmal? Das ist der andere Wasserfall. Ah, nein, das ist der Surfing-Wasserfall. Das ist der, den ich eben hatte. Ich muss den Wasserfall surfen. Nein, nein, warte. Geht's auch irgendwie hoch, ne? Doch, da. Achso, da. Ui. 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 Da oben geht's noch lang. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lag, lag, schwuppdi-du. Tja, und das war's schon mit der Höhle. Ich habe jetzt keinen Bock, die Kohle da abzubauen. Nicht schön, alles klar. Ja. Yeah. Alles klar. Was für ein Scheiß. Also erst genug jetzt mal wieder erstmal da oben hinzukommen. Ich glaube, bin ich nämlich runtergecruised. Könnte das vielleicht hier sein? Ich weiß aber eigentlich, habe ich da eine Treppe hingebaut. Tja, die hätte echt geil funktioniert, die Treppe. Tja. Okay. Ja. Also, ich wollte ja nur mal sagen, ne? Ich bin gerade voll am Arsch der Welt. Ist überall Kohle, aber das will ich jetzt nicht abbauen, wie ich eben schon gesagt habe. Alter, ist hier viel Kohle. Also, am Kohle wird es uns nicht mehr rennen. Da waren wir schon. Kommen wir her, da ist die Höhle, die wir nicht erforscht haben. Oh, ich muss aber noch neuen Fackeln. Das heißt, da. Und da geht's. Ich dachte gerade schon, da geht's auch noch lang. Tut's aber nicht. Wir gehen jetzt einfach mal unten in den geilen Gang hier. Der scheint mir geil, der Gang jedenfalls. Das ist hier Eisen. Ja, und das war's schon mit dem Eisen. Da unten geht's anscheinend auch noch lang. Alles Magie. Ich wollte jetzt nicht runter. Duppi. So. Da geht's auch noch lang. Da waren wir auch noch nicht. Da ist auch noch Eisen. Das können wir dann später erforschen. Eisen, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Wieder eine Runde Eisen. Da ist noch mehr Eisen und da ist irgendwie noch. Das sind auch noch lang. Das war schon mal eine eisenerfolgreiche Sache. Eine eisenerfolgreiche Sache, das passt auch. Jedenfalls sind wir dann irgendwie im Nirgendwo und da bin ich irgendwie an einem unerkundeten Ort. Da geht's lang. War da jetzt eben gerade Eisen? Ja, hier war Eisen. Eisen haben wir jetzt erstmal. Okay, ich hätte mir eine Orientierung anpflanzen sollen. Da muss ich auch noch lang, da war ich auch noch nicht. Unten war ich auch noch nicht, da oben war ich auch noch nicht. Es gibt ein paar Orte, die wir noch entdecken müssen. Aber das ist ja erstmal scheißegal. Da wusste ich dieses fette Loch. Also oben geht es auch noch lang. Hä? Die waren wir doch eben vor 5 Sekunden. Ich check da nicht mehr durch.
Jetzt drehe ich aber mal durch. Das ist schon wieder der Gang. Es geht immer weiter tiefer. Hä? Ich steig da nicht durch. Das ist der geile Gang? Wir sind jetzt schon wieder beim geilen Gang. Ey Junge, kack die Wand an. Wo zum Teufel komme ich her? Tja, ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme. Ich bin zu dumm zum Kacken. Schon wieder, jetzt kommt gleich schon wieder. Das ist schon wieder der geile Gang. Ich steig da nicht durch. Das Herausfinden aus der Höhle, mal ganz im Ernst. Ich check momentan nämlich gar nichts. Ich laufe hier 10-mal im Kreis. Ah, oh, wie geil, Alter. Ich check hier gar nicht. Ich muss nochmal alles. Was ist denn hier? Hier ist ein sinnloser Gang. Ach, ich komme irgendwo von oben, ne? Also erstmal ist da oben noch Eisen. Muss er irgendwo von oben kommen? Ja, ich meine, da war doch dieses Loch. Und da bin ich doch hinabgestiegen. Und wo ist dieses Loch? Ich find's nicht. Ich bin zu dumm. Jetzt bin ich schon wieder an dem Gang hier. Waren wir doch eben schon. Hier kommen wir wieder zu Lava. Ich kack. Ich kack ab. Schalala. Wir kacken ab. Ich weiß nicht mehr weiter. Dann guck dir dieses andere Let's Play nochmal an. Au! Und dann such den Weg nach draußen. Ich glaube, ich die ganze Zeit. Junge, erstmal muss ich jetzt einfach ein bisschen erforschen. Also, wo zum Teufel komme ich her? Ich muss nochmal nach oben gucken. Vielleicht bin ich auch irgendwo runtergefallen. Na, 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 na. Es geht voll ab. Na, 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 na. Oh, der Let's Player hat richtig große Probleme zur Zeit. Also ich auf jeden Fall. Ich habe auch ganz schön große Probleme. Nein, also jetzt nicht wegen dem Spiel oder sowas, sondern wegen was anderem. Ach nee. Aber das ist anonym. Wo geht's denn da lang? Möchte ich mal gerne wissen. Und jetzt geht's da raus. Ja. Doch. Ey, doch. Ach doch, hier ist die zerstörte Treppe, glaube ich, ne? Ja, das war die zerstörte. Nein, das war nicht die zerstörte. Da, doch, da geht's doch noch lang. Da geht's noch weiter hoch. Hier war die eine Höhle mit dem Zombie. Ach so. Ah, da muss hier. Da. Hier ist der abgeschnittene. Übrigens, ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade aus dem Loch rausgekommen bin. Jedenfalls habe ich das Loch gar nicht mehr entdeckt. Tja, und um das mal klarzustellen, das ist gerade ganz schön hohl irgendwie. Warte mal kurz, dann muss ich das anders regeln. Also erst muss ich die Pfeile da unten wegmachen. Ah, das ist ja eine Geschichte gewesen, Luidis, Luidis. Ich hatte gerade was Blaues im Auge. Ich hatte gerade gedacht, er will Lapuzzi. Geil. Und das war die Fackel. Scheiß drauf. Jetzt ist er wieder da. Und jetzt geht's wieder den großen Weg nach oben. Hier ist der andere Weg, aber da bin ich dran vorbeigekommen. Habe ich noch gesagt, hier war ich schon mal. Keine Ahnung, was das ist, aber... Dupidupidupidu. Oh, hier ist ja noch Eisen. Egal. Nein, nicht egal. Eisen. Tja, und das war auch schon Eisen. Nein, das ist noch mehr Eisen. Oh, nicht mehr Eisen. Das war Eisen. Die Außenwelt! Die Außenwelt! Ich hab's geschafft. So ganz zum passenden Augenblick. Es wird nämlich gerade Nacht. Ich hab es überlebt. Ich habe es überlebt. Ja, ich lebe noch. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der Ausweg aus der Höhle ist gefunden worden. Und vertrautes Heim, Glück allein. Ey, so mein Spruch. Da ist ja schon voll aufgesagt, aber auch egal. Vielleicht nicht mit Play, aber.
und Ben geht. Ah, ich bin wieder an der Oberfläche. Ist das nicht eine geile Sache, Leute? Und jetzt gleich fällst du irgendwo rein. Ah, scheiße. Na. Das war mal eine spannende Geschichte, die ganze Scheiße. Geiles, geil. La. Ja, das ist die Werbung von der Tour. Schalalalala. Geil ist geil. Schalalalala. Er macht sich einen Kompass. Mein Spawnpunkt ist nämlich unten am Strand. Schalalalala. Lalalalala. Aber ich hier schon noch. Jedenfalls haben wir jetzt Redstone und Lapuzzi. Das ist doch mal ganz gut. Und das ganze Eisen müssen wir nur noch einschmelzen. Mein Hund guckt sinnlos in den Ofen rein. Da habe ich die Tür zugemacht. Ja. Dann machen wir das Eisen da jetzt rein. Und dann machen wir die Kohle hier rein. 1, 2, 3. Das passt genau. Das passt haargenau. Tja, und dann wird das erledigt. Und wir haben es überlebt. Lapis Lapuzzi. Lazuli. Lapis Lazuli. Ja, Lapuzzi. Was eigentlich? Ich guck mal gerade ein bisschen, was man mit Lapuzzi so kraften kann. Was ich jetzt versuche. Ich versuche das jetzt mal mit dem. Ja, der geil. Ich versuche das jetzt mal mit dem Mob Spawner. Also Eisen. Funktioniert. Dann vielleicht zack, 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 und auch nicht. Kein Plan. Hast du mal irgendwo gesehen? Ich glaube nicht, dass man mit Lapuzzi echt nur Wolle färben kann. Das glaube ich nicht. Naja, damit können wir vielleicht noch ein bisschen später hantieren. So. Hier haben wir nochmal schön viel Eisen mitgebracht. Das ist doch schon mal eine geile Sache. Und wir sind wieder in der Außenwelt. Juhu! Das war mal krass. Dem zurückgehört. Na, jetzt geht wieder alles in normalen Lauf lang. Also, ich hatte vor, was zu machen. Hello. Was mal die Schere, die brauche ich jetzt. Ich mache jetzt nämlich meine, ich mache jetzt mein Blätterhaus weiter. Ach so, du machst meinen Blätterturm her gesagt. Zauberei! Wow. Nein, das hast du ja gebaut. Ich weiß. Ist ja nicht meine Zauberei. Kaktoren! Ich würde eigentlich sagen Kaktus, aber... Ich wollte wirklich Kaktus sagen. Ja, klar. 3 Millionen Euro. Ja, klar. Ja, du wolltest Kack. Ich wollte Kack. Kakteen sagen. Snack. Snack. Ein paar Kakteen, nicht ein paar Kack. Ja. Lack. Wie dumm das ist, die Wolle fällt einfach ab. Er macht gar nichts mit der Schere. Doch, er macht rechts. Ja, aber trotzdem, der schlägt nicht oder so. Es fällt einfach ab. Besser als die zu schlagen. Ich muss doch nicht mal meine Schafe fahren, die abmuxen will.
geil ist geil. La, 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 la. So, dazu habe ich aber eigentlich nicht die Schere mitgenommen, sondern um die Blätter abzumoxen. Geil ist geil. La, 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 la. Und ich muss mal gucken, ob ich meine HD-Texturen vielleicht drauf mache. Mal gucken. Ja, geil, hier habe ich anscheinend schon alles abgeschnitten, sonst würde ich da noch drankommen. Hier habe ich hoffentlich noch nichts abgeschnitten. Nein, habe ich noch nicht. Hier haben wir ein bisschen Blätter. Übrigens, wir können in unserem Blätterton die Baumstämme, die Seiten wegmachen, wenn 1.8 rauskommt, weil da ist das dann so ab 1.8, dass die Blätter dann nicht mehr zerfallen, wenn ein Spieler sie legt, also baut. Das ist das Gute. Das ist das Gute an dem ganzen Spaß. Und das Gute ist auch daran, dass man sehr schnell Blätter kriegt. Ist auch eigentlich in der Sache. Wenn man damit ein Haus baut, geht das Haus eigentlich ziemlich schnell, wenn man dran bleibt. Ja, das ist das Problem, wenn man dran bleibt. Wie in meiner Sandburg, ne? Naja, jedenfalls gehen wir jetzt wieder zu unserem Haus. Ich habe jetzt ein bisschen Leaves gesammelt. Da schwimmen zwei Schafe vom Abernten. Abernten. Wolle, Wolle. Ich habe die Wolle. Schon gedacht, wir hätten 1.7. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Abschlachten, eiskalt. Es wird eine holzige Angelegenheit. Hölle. Glaube ich jetzt mal. Voll abgemurkst. Ey, es hat schon wieder gewirkt. Oh, eine Höhle, die ich schon erforscht hatte. Und die war übrigens außerhalb. Übrigens, hier ist noch ein Schaf. Schaf, Schaf, Schaf.
voll fett krassen Weg, den ich gebaut habe. Da war voll fett krass Eisen. Sag mir, jetzt denke ich, wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Die Bäume, die schlagen wir jetzt gerade noch ab. Ja, schlagen uns das Holz zurecht. Ich gehe dann mal ins Haus. Was cool wäre, wenn man im Singleplayer auch respawnen könnte. Wie? Also wenn man auf R drückt, dann respawnen. Ach so. Das wäre cool, wenn man irgendwie gefangen ist, dann wäre das ganz gut. In so einer Höhle oder sowas. Und dann nicht an seine Sachen verliert, wäre eigentlich immer ganz praktisch. Oder bevor man stirbt. Oh naja, muss ja auf Abenteuer ausleihen, ne? Apropos, setzen weg. Ah, ich habe ja neue. Wie viele habe ich eigentlich noch? Seeds. Ich hätte die doch im Seeds reingetan, ich bin noch nicht bescheuert. Achso, ich glaube, ich habe die in die andere Truhe gekommen. Du gehst da im Schloss. In der Burg, in der Sandburg. Ich ja echt nicht. Ist ja echt Mystery. Und ich kann das mal gerade ganz gerne demonstrieren, wie das dann aussieht. Dunkelblaue Wolle. Guck mal, das baut sich mit das dann ungefähr so aus. Hand sieht so aus, mein Baum sieht so aus. Hier ein blauer Block, ich habe einen blauen Block, sieht so aus wie Wasser. Jedenfalls habe ich jetzt auch blaue Wolle. Oma ganz cool. So, also Black Wool. White Wool. Und nochmal Wool. Und Lapuzzi. So, ey Junge, ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Farbarten von Wolle. Weiß, pink, braun, schwarz, grau, leicht grau, gelb und blau. Ja, ja. Apropos. Was ist mit Rot? Rot? Ach, ich habe noch gar keine rote Wolle. Oh. Ja, die muss ich. Ich habe auch, glaube ich, noch gar keine roten Blumen gefunden. Rot, 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 Schweine! Schweine, 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 Schweine. Gute Schweine. Schwein. Vielleicht hört man das ab und zu mal mit Musik oder die ein oder anderen Effekte, aber ich höre die nicht. Ich mein Headset, wie gesagt, nicht aufhabe, das kann ich auch nicht. Sonst wird, wie gesagt, das ist eine Spinne. Ich sehe eine Spinne. Oh mein Gott. Spinni, Spinni, Spinni. Guck mal. Spinne. Spinni. Hallo. Na, wie geht's dir, alte Potsau? Soll ich ihn mal angreifen? Ich greife dich an, keine Sorge. Ich brauche nur ein Kampffeld. Und direkt in meinen Kakteen. Komm. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Au. Ja, Mann, sie fliegt wieder. Guck dir das an. Das ist auf meinem Haus. Scheiße.
Jetzt ist sie wahrscheinlich in meinem Haus. Ja, sie ist in meinem Haus. Dann wird eben mein Haus das Schlachtfeld. Seile erhalten. Moin Hund. Jetzt kann ich mir einen Bogen machen. Juppie! Bogen! Juppie! Bogen macht man. Okay. Bogen macht man so, so, so und so, so, so. Ein Bogen. Juhu, wir haben einen Bogen. Gute Sache. Echt geil. Ey, guck mal. Ich drücke keine Taste. Sinnlos, ne? Das ist der Fail, den ich bei mir auch habe. Jetzt geht's wieder. Ich glaube, das ist immer dieses. Der klemmt dann immer die Taste. Also, hier, was haben wir jetzt im Board? Wir brauchen uns nie wieder ein Board zu machen. Juppidu. Und, warte mal, hab ich Flinten? Was will ich sagen? Ich habe keine Flinten. Müssen wir Flinten sammeln gehen. Doch, ich hatte eine Flinte, aber die habe ich zum Feuerzeug gemacht. Zum Feuerstein? Zum Feuerzeug. Zum Feuerstein. Flint ist Feuerstein. Ich weiß. Und ich habe Feuerstein verstanden, deswegen habe ich gedacht, Feuerstein. Alter, wachsen die Kakteen schnell. Das ist die Diät im aufgefallen. Ich weiß, dass manche sagen, dass die Kakteen die runterfallen, manchmal verschwinden, weil wenn die in Kakteen fallen, das ist genauso wie bei Lava, dann werden die zerstört. Ich weiß. Haben wir ein bisschen Kakteen hier. Ey, wie dumm bin ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe noch gar keine grüne. Ich kann mir doch längst grüne Wolle machen. Ja, wenn ich wissen würde, wie grüne Farbe geht. Es gibt eine Farbe, die heißt Kaktusgrün. Also muss die aus Kaktus gemacht werden. Gibt sie ja auch. Ja, ich weiß auch wie. Manchmal brauche Wolle. Wolle, 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 Wolle. Nein, es geht nicht. Aber wie kann man... Weißt du, wie das geht? Kaktus zur Farbe. Kaktus zur Farbe. Kaktus zur Farbe. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich voll gebissen. Vielleicht braucht man ja keinen. Ich bin am Überlegen. Wie macht man wohl. Ach, ich weiß schon wie. Dazu braucht man Knochenmehl. Oh, Portal. Geil. Apropos, braucht man wieder ein paar Knochen, ne? Dazu braucht man Knochenmehl. Ach so. Dann habe ich da schon gleich 3 gekriegt. Boah. Nee, doch nicht. Hä? Eigentlich ist das so, dass man mit Knochenmehl und einer anderen Farbe eigentlich die dementsprechende Farbe machen kann. Ich check da nicht durch. Kannst du, aber immerhin habe ich jetzt bauen, nee, das braucht man zum Mischen eigentlich. Naja, egal. Warte mal kurz. Naja, die Aufnahme war jetzt auch lang genug. Ich schalte jetzt ab und gucke und im Minecraft-Wiki, wie man Farben mischt. Jetzt sage ich, ciao.